Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum Police Simulator Patrol Officers. Heute, ihr Lieben, habe ich einen neuen Kollegen mit dabei. Viele von euch kennen ihn. Freezy begleitet mich heute. Den Kanal findet ihr natürlich auch wie immer in der Videobeschreibung. Und ja, dann gehen wir heute mal mit ihm auf Verbrecherjagd. Ich glaube, es wird interessant. Hallöchen, schön, dass du da bist. Guten Tag. Tag. Ich bin Oberofficer Geralt, weiß, kann und alles. Das ist gut, das freut mich. Mein anderer Kollege ist sonst immer gerne beschäftigt mit Donuts und so, aber ich muss dazu sagen, er kann sehr viel und weiß, was er tut. Deswegen hoffe ich, dass Sie da, ne, das genauso können. Ja, sicher, kann ich. Ich kann mich auf ihn immer verlassen. Ja, könnt ihr auch. Blind kannst du mir vertrauen. Blind! Okay. Ich muss gleich nochmal eben zur Asservatenkammer und muss das für zu Hause mitnehmen. Okay. Ja, ja, ich verstehe schon. So, dann würde ich mal sagen, wir sind hier in einem sehr schwierigen Gebiet. Wir müssen das auf jeden Fall wieder sicher bringen. Kriminelle Aktivität dramatisch hoch. Stellen Sie sich darauf ein, erhöhte Polizeipräsenz zu zeigen. Verstanden. Da hat es die Kollegin nochmal gesagt, wir sind in einem sehr, sehr schwierigen Gebiet. Ne? Drogen, alles ist dabei. Ja, das ist schön. Ja, schon. Dann würde ich sagen, dann gehen wir erstmal los und gucken mal, was so los ist, ne? Okay. Ach so, ich wollte dich noch was fragen, fällt mir gerade ein. Guck mal, wenn du hinten bei mir am Kragen guckst, da habe ich ein Loch, siehst du das? Ja, warte. Ja, sehe ich. Ja, und da wollte ich einfach mal fragen, ob du das heute mitnehmen könntest zum Nähen. Ja, nee. Aber wir haben jetzt aber erstmal einen Auftrag. So, da wird eine Person gesucht. Und wir dürfen nicht überfahren werden. So. Okay, gut. Dann, Moment, wir haben unsere Karte. Sind wir schon im richtigen Gebiet? Ja, fast. Die Eider steht schon seit Jahren auf der Liste der meistgesuchten Verbrecher. Selbst das FBI sucht danach. Wir müssen sie finden. Da werden wir befördert. Laufen, ja, mit Sicherheit, ne? Vielleicht können wir dann auch zum FBI kommen. Vielleicht werden wir, ne? Vielleicht kommen wir sogar zur CIA. Special Agent Freezy. Finde ich, hört sich super an. Schon? Laufen wir überhaupt in die richtige Richtung? Ich weiß nicht. Frag ich nur. Nee, wir laufen in die falsche Richtung. Weggeschmissen. Ja, aber wir laufen in die falsche Richtung. Wir müssen da lang. Warte. Bitte lass dich nicht überfahren. Du Umweltsünderin. Warte mal. Stehen bleiben. Ich laufe schon mal weiter, ja, damit du mich dann auch findest und so. Achso, ja, wir könnten auch einfach aufs Navi gucken. Nein. Hast du... Nein. Ich habe ihr was angehangen. Sie hat Müll weggeschmissen, aber ich habe ihr Drogen untergejubelt. Wir nehmen sie mit. Willst du sie abholen lassen von den Kollegen oder soll sie jetzt hier erstmal stehen bleiben? Hi. Wir lassen sie ein bisschen in der Sonne stehen. Okay. Ja. Nee, doch nicht. Wie holt man die denn jetzt ab? Du kannst den Gefangenentransport rufen. Ja. Ich brauche Verstärkung, um meine Person festzunehmen. Das. Verstanden. Ich schicke die nächstgelegene Einheit an ihren Standort. So. Ja. Ja, dann... Der will was von dir da hinten. Der hat gerade gesagt, entschuldigen Sie, Officer. Ja, der möchte nur wissen, wahrscheinlich, wo er irgendwo hin muss. Aber wir müssen jemanden suchen. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Okay. Nein. Rennen wir weg. Los, bevor wir noch arbeiten müssen. Wir laufen. Laufen wir jetzt in die richtige Richtung? Ich weiß nicht. Ich folge dir. Ja, doch. Wir sind... Ja, hier muss sie irgendwo sein. Ungefähr. Also, und wir haben ja oben auch ein Navi. Okay. Dann ist es vielleicht noch einfacher. So, orangefarbenes Hemd und eine rote Hose. Orangefarben. Da ist sie. Halt, stopp. Da, auf der Bank. Siehst du das? Taser sie. Hab ich. Ey, los, schleich dich. Warum hab ich keine Waffe? Gib mir eine Waffe. Das hast du doch. Nun, zieh nicht direkt auf sie. Versuch dich anzuschleichen. Okay, warte. Los. Sehr gut. Nicht direkt angreifen. Erschieß sie bitte nicht. Nein. Okay, du musst kommen jetzt. Ja, sie ist auch bewaffnet, ne? Was, echt jetzt? Sie ist bewaffnet, ja. Okay, warte. Ich erschrecke sie, dass sie die Waffe fallen lässt. Boah! Okay.
Sie hat freigelassen, los! So, erstmal, geben Sie mal Ihren Personalausweis. Ich habe eine Vermutung, wer Sie sind. So, das ist. Her damit. Und? Nee. Das ist. Ja, wenn wir auch auf ein Bild gucken, hat sie offenes Haar, ne? Vielleicht habe ich auch. Ja. Entschuldigung, vielleicht habe ich verwechselt das mit die Farben der Klamotten. Ja. Weil sie hat ein rotes Hemd an und eine orangefarbene Hose. Entschuldigung, das ist, dass ich sie erschrocken habe. Das war nicht so gemeint. Wir müssen weiter. Wir sind die besten Cops der Stadt. Ja. Sie muss trotzdem irgendwo hier sein. Das hätte dir auch mal auffallen können, ne? Dass ich hier so eine kleine Farbschwäche habe, das weiß sie ja eigentlich. Das steht in meiner Akte. Entschuldigung, ich weiß nicht mal, wie ich meine Waffe aus dem Holster bekomme. Das ist ganz einfach. Und zwar, indem du deinen Tabulator zur Hand nimmst, auch mal länger da dran tippst. Und genau, da hast du... Genau. Nicht mich, bitte. Ich weiß gar nicht, ob wir das können. Warte mal, wir testen. Bleib stehen. Nein. Okay. Aber... Wir sind immer noch, jetzt sind wir schon wieder ein Stückchen, wir haben uns entfernt. Wir sind nicht mehr da, wo das, also müssen wir zurück. Da irgendwo immer noch muss die sein. Und? Ich muss den Verkehr regeln. Oh. Stopp! Warte mal. Wo ist meine Kollegin? Hinter dir. Hier. Achso, ich dachte, du schämst dich so sehr, dass du die... Ja, schon, deswegen bin ich halt, ich gehöre eigentlich gar nicht zu dem. Wie stecke ich jetzt alles wieder weg? Wieder einfach nur drücken einmal. Ja. Genau, sehr gut. Ich komme! Sehr gut. So, die muss hier irgendwo, also wir haben hier, ach nee, das war in dem anderen, ja? Okay. Na, dann ist die jetzt aber ein ganzes Stück weggelaufen. Können wir hier durch, ja. So. Wir müssen da vorne, glaube ich, links. Bist du noch hinter mir? Nee, jetzt bist du weg. Oh nein. Wir haben uns getrennt. Wo bist du denn hin? Ich weiß nicht. Ich habe was. Ach doch, du bist. Karte ja, da, ich sehe dich. Wo denn? Hinter dir. Ach. Da bist du. Boah, mach das nie wieder. Ich dachte, ich hätte dich verloren. Ich hätte dich nicht ausrufen können. Gar nichts. alles gut. Ich bin noch da. Wir müssen hier lang, ne? Ja. So. Sie muss hier irgendwo sein. Ich bin mir sicher. So wie es aussieht, ist sie ja direkt zur Polizei schon gelaufen, oder? Rechts sein. Da vorne läuft sie. Wo siehst du sie? Hier, oder? Die hier? Die hat aber keine rote Hose an. Wie geht es Ihnen, Officer? Sehr gut, danke der Nachfrage. Wir sind doch hier so, Jesus. Ne? Ja. Na? Guten Tag, Officer Freezy. Ich wollte mal fragen, was machen Sie denn nachher, wenn Sie hier fertig sind mit Spazieren? Stören Sie die... Oh! Sie will mir, dass ich hier helfe. Ja? Gerne. Aber ich kann nur helfen, wenn ich ihr... Wie soll ich ihr jetzt helfen? Wegweiser. Du spielst... Sie möchte eigentlich nur wissen, wo sie hin muss. Ja, dann zeig ihr mal, wo das Sam's Kitchen ist. Zeige ich hier, weil da treffen wir uns dann auch zum Essen. So. Nächstgelegene... Ja, woher weiß ich denn, was jetzt eine Kirche... eine Küche ist? Restaurant ist? Warte. Hey! Fahren Sie an den Straßenrand! So. Ich habe mir die hier jetzt erstmal weggeholt, da von der Straße. So. Da müssen sie hin. Gar kein Problem. Tschüss. So, komm. Wir müssen schnell weg. Ich habe sie falsch gelotst. Ja, und die hier, die sollte eigentlich jetzt irgendwo parken. Wegen dem Auspuff. Hoffe ich. Aber ja, wir suchen eigentlich was anderes, ne? Boah, was ist das denn? Das ist ja... Da muss aber mal jemand zur Werkstatt. Ja, da will ich sie ja jetzt hinschicken. Ja, mach. So. Wo ist denn die Tante ist aber immer noch, ich sehe die halt immer noch nirgends, ne? Das sieht ja aus wie bei mir im Shisha-Keller, wenn ich die anhabe, Alter. Das ist ja unnormal. Ich muss sie festhalten, weil ihr Fahrzeug zu viel Qualm ausstößt. Ja. Und?
Ja, das ist ja. Das ist nicht richtig so. So, Geldstrafe. Weil frech. Wegen eines rauchenden Fahrzeugs ausstellen. Das macht bis zu $400. Mein Anwalt wird sich darum kümmern. Ja, von mir aus. Alles gut. So. Einen schönen Tag noch. Oh, die Person wirkt wirklich traurig. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Nee, guck mal, wie die aussieht da. Guck dir das mal an. Wir hätten den Wagen auch abschleppen können. Und dann auch mit dem Anwalt drohen. Warte mal, hier hinten. Wir müssen wieder zurück. Guck mal. Die hat keine Hose an. Was ist mit der los? Ist die verwirrt? Doch, die hat Hotpants an. Ach jo. Aber irgendwo. Oh. Hier hinten muss die jetzt sein. Da so. Wie sah die jetzt nochmal aus? Orangefarbenes Hemd, rote Hose. Die hat grüne Hose. Aber das ist auch ein Kerl. Wie geht's, Officer? Immer noch nicht. Das ist ja der Wahnsinn. Was motzen die da hinten? Was hat die? Oh. Sie wurde beklaut. Ihre Geldbörse wurde gestohlen. Ich wollte sagen, aber ich sehe nirgends jemanden laufen. Da können wir ihr, glaube ich, gerade nicht helfen. Erstmal nach den Personalien fragen, falls wir ihn finden, damit wir die Frau wiederfinden. Ja, natürlich, Officer. Ja. Aber irgendwo hier müsste... Ich weiß nicht, wo die Dame sein soll, ne? Das ist ja... merkwürdig. Jetzt habe ich gar keinen Bock mehr, dir zu helfen. Oh, rein, ey. Oh, warum? Weil sie... war frech, die hat gesagt, die Polizisten in dieser Stadt sind auch nichts... auch nicht mehr das Wahre, oder? Sind auch nicht... Oh, wow. Jetzt neue Informationen zum Aufenthaltsort der verdächtigen Person. Ja, leider ja nicht, ne? Warte mal, wie... Ah, die ist jetzt hier im Park, glaube ich, gegangen. Okay, ich laufe dir hinterher. Die finden wir. Okay, mit Sicherheit. Orangefarbenes Hemd, rote Hose. Ich war mir vorhin ja so sicher. Es wäre aber auch zu einfach gewesen, wenn sie einfach da sitzt und ein Buch liest. Da läuft sie links. Ist sie das? Auf der anderen Straßenseite, oder? Das ist sie, das ist sie. Okay, ich habe einen Taser. Schnapp sie dir. Die rennt weg. Warum läuft der denn jetzt nicht? Taser sie um. Die ist noch zu weit weg. Ich hol auf. Du kannst sie auch umspringen. Tackle sie. Ich los. Tackle sie um. Tackle sie. Weg da. Oh nein. Pass auf. Nein, das tut sie nicht. Ja, sehr gut. Sehr gut, du hast die sie wieder... Die hat mich ausgedribbelt. Oh, ich hab wen hab ich denn jetzt getroffen? Weiß man nicht. Egal, wir haben sie. Oh, ich hab... jetzt läuft der andere weg. Ja, keine Angst. Warte mal, was mach ich denn? Boah, hier. Wegen Widerstandes gegen Vollstreckung. Sehr gut. Was? Hey, Officer. Doch. Ich haben wir, Fräulein Schnürschuh. Jetzt so, wir haben die verhaftet. Dann können wir sie jetzt abholen lassen. Okay. Ich glaube, das warum läuft... Achso, weil er Angst bekommen hat. Ja, ich hab die Waffe schon wieder weggelegt. Es ist ja nur ein Elektroschocker. Jetzt soll man sich nicht so anstellen, ne? Können wir die noch irgendwelche Beweise einfach anheften? Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Ich glaube, schwierig. Die nächstgelegene Einheit wird an ihren aktuellen Standort geschickt. Ich habe eine Idee. Ja. Nee, ich glaube nicht. Sicher? Okay. Doch, warte. Wir nehmen sie jetzt, ziehen sie da ein bisschen zum Wagen. Du nimmst deinen Schlüssel, zerkratzt den und dann schieben wir es ihr in die Schuhe, weil sie, wir sagen einfach, sie war so im Rauschzustand uneinsichtlich und hat einfach den Wagen dabei zerkratzt. Nee. Jetzt gerade nicht. Weißt du, was mich wundert? Dass du siehst viel du den? Zu lieb bist. Wir müssen unser Amt ausnutzen. Wir sind Polizisten. Nein, aber was denn? Da hinten läuft die ganze Zeit der Typ mit den blonden Haaren rum. Stimmt, der rennt, ne? Ja, und ich weiß nicht warum. Und ich muss gerade wieder an die Frau denken, die beklaut wurde. Vielleicht ist der hierher gekommen und dann kamen wir und hat da... Ein leichter Unfall. Boah. Dann? Boah, machen wir. So, okay. Dann komm. Ein Unfall, Honey.
Hoffentlich ist da kein Blut zu sehen, sonst kannst du direkt einen zweiten Krankenwagen rufen. Ich wollte sagen, dann kippst du wieder um, ne? Ja. Ah, schwierig. Warte, so. Haben wir denn die Alte jetzt noch fertig? Du hast doch Kollegen gerufen, ne? Ja. Ja, die kümmern sich schon drum. Gut. Lass sie einfach da mal stehen in Handschellen. Ja. Ich wollte sagen, die andere, die nichts getan hat, wolltest du auch einfach mit Handschellen stehen lassen. Diese hat jetzt wenigstens was getan. Die sitzt jetzt im Knast. Nee, bei der anderen hast du doch die Handschellen... Hast du die wieder abgenommen? Die habe ich direkt zu Kollegen gerufen, abgeführt, ja. Weg damit. Stimmt, da war was, ich erinnere mich. Kriminelle Pack hier, brauchen wir alles nicht. Ja, wir sollen ja für Ordnung sorgen. Genau. So, das machen wir natürlich. Liebe Kinder, warum? Falls ihr diese Folge hier seht, Verbrechen zahlt sich nicht aus. Officer Freezy wird euch finden. Genau. Boah, wie weit ist das denn weg? Echt, ey. Warum haben wir kein Auto? Weil die uns kein Auto zutrauen. Ja. Oh, ich bin, ich glaube, die nächste Schicht werden wir aber mit Auto machen. Und ich vertraue dir da die Schlüssel an. Okay. Kommen wir nicht näher. Ja, irgendwie fühlt sich an, als wenn wir weggehen. Warte mal. Laufen wir denn überhaupt richtig? Doch, wir müssen wir müssen hier oben links dann, ja. Oh. Kollegin. Habe ich Ihnen schon mal gesagt, dass Sie in Ihrer Polizeiuniform richtig hübsch aussehen? Ne, natürlich. Uniform, ne? Und Sport. Zahlt sich aus. Das sag ich dir. So. Hättest du denn nachher Lust, mit mir und der anderen in der Dingen da essen zu gehen? Machen wir ein. Keine Ahnung, wie nennt man denn sowas? So eine Next-Door-Date-Challenge. Habe ich den Unfall gefunden und hast du doch nur Angst, dass du bei einem von beiden nicht landen kannst? Du möchtest das nur, ne? Dass du zwei Chancen hast. Das ist genau das Ding. So. So. Oh nein, der ist verletzt. Oh, dann, Ich kann mich leider nicht hinknien, weil ich was am Knie habe, aber sonst würde ich das tun. Ich kümmere mich erstmal um die Frau. Ja, ich kümmere mich um ihn. Ich habe hier einen Rettungswagen, ne? Ich rufe sofort an. Er wird nicht mehr benötigt. Junge Dame, ich hole eine Decke durch ihr Kleid und wie sie dort sitzen, kann man ein bisschen viel sehen. Das möchten wir nicht. So. Hau mal dein Handy weg, ich brauche deine Jacke. Immer her, das Ding hier, so. Möchtest du Fotos machen oder mit den Leuten schon anfangen zu reden? Hallo, ich muss diese Frau hier gerade abdecken. Okay, okay. Jetzt kann man nichts mehr von Ihnen sehen. Ich habe Ihnen jetzt einen Krankenwagen angefordert. Alles wird gut. Bleiben Sie ruhig. Meine Kollegin ist auch irgendwo da und macht nichts. Doch, ich unterhalte mich hier schon. Wieso wird deiner jetzt zuerst... Achso, ich unterhalte mich mal mit der Alten, die hier die ganze Zeit am Telefonieren ist. Ja, bitte. Was muss ich denn da machen? Unfallzeugen befragen. Ja. Sie ist ganz durcheinander. Meine ist auch durcheinander. So. Was muss ich jetzt machen? Also ich mach's so, dass ich... Auf Alkohol erstmal. Erzählen Sie mal, was ist denn passiert? Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Der Unfall hat mich ziemlich mitgenommen. Oh. Ergebnis 0,0000. So, Alkoholtest. Alles klar. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Alkoholeinfluss gefahren sind. Die muss ich auch... 0,009, okay. Okay, was ist passiert? Hören Sie mich? Ich habe Schmerzen, aber nur leichte Glück gehabt. Okay, super. So. Sie müssen zum Krankenwagen, wo wir Sie weiter untersuchen werden. Hattest du mit dem hier schon gesprochen? Nee. Mit dem Hen? Okay, gut. Oh. Halt, stopp. Passen Sie gut auf Sie auf. Ich möchte einen Blick auf Ihren Personalausweis und Ihre Versicherungskarte werfen. Klar. Bitte sehr, Officer. Oh. Sagen Sie mir, Ihre was Sie Schicht ist um. Ich verstehe nicht, was passiert ist, Officer. Ja, bitte? Ich tue hier diesen Typen befragen. Ja. Hey,
erzählen Sie mir, was Sie gesehen haben. Ich bin immer noch geschockt. Ich muss erst mal wieder den Kopf freikriegen. Bitte kooperieren Sie, während ich eine Probe nehme, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Niemand kann uns sagen, was passiert ist. Ja, echt? Ich glaube, die arbeiten zusammen. Und alle sind nüchtern. Ja, die eine hat 0,009. Aber ich glaube, das ist Versicherungsbetrug. Die wollen alle neue Autos haben. Ich wollte sagen, der Bericht ist noch nicht weit genug. Ja, ich merke gerade. Aber Führerscheinversicherung fragen, so. Ich mach mal Fotos, ja? Ja, warte. So. Oh, nix. Ja, okay. Anstellungsdatum, Ablaufdatum. Oh, der ist am 3. Ah, nee, der läuft erst ab. Hast du Glück. So. Guck mal, jetzt haben wir schon einen schöneren Unfallbericht. Kann hier keiner mehr meckern. Ich habe hier gerade einen Bericht bekommen, dass der am Zittern ist. Nervös und zittert, sagt. Wurde hier gerade festgestellt. Dann durchsuch ihn mal. Okay, Mister. Meine Kollegin sagt, ich soll sie durchsuchen. Pass ihn an. Ich werde sie jetzt abtasten. Wir fangen oben an der Schulter an. Ich glaube, er ist der Schuldige hier, den ich habe. Der sieht auch richtig schuldig aus. Es wurden keine Gegenstände gefunden. Irgendwer flieht? Wer flieht? Wo flieht denn jemand? Hä? Hier flieht keiner. Ich sehe keinen Rennen. Ich durchsuche... Nee, wir haben jetzt keine Zeit. Sie sehen doch, dass hier ein Unfall ist, Mensch. Ich durchsuche mal sein Auto. Ja, ich durchsuche ihn auch nochmal. Ich hatte da noch eine andere durchsuchen. So, abtasten. Jetzt durchsuche ich mal richtig. Arme hoch. ZZ, Hüfte. Oh, was haben wir denn hier? Was hat er denn da? Ein Taschenmesser und eine Salatgurke. Warum stecken sie sich eine Salatgurke in die Hose? Das ist jetzt kein Mist, der hat eine Salatgurke in die Hose. Und mit dem Taschenmesser. Ich weiß gar nicht, ist ein Taschenmesser schon eine Waffe? Hat er einen Waffenschein? Nee. Ja, ist das schon eine Waffe? Eigentlich nicht, Taschenmesser, ne? Auch nicht. Okay. Weiß ich nicht. Nee, Taschenmesser doch nicht, oder? Ich glaube auch nicht. Aber wenn du willst, nehme ich ihn fest. Gar kein Problem. Nee, ich glaube, wir können da noch nichts machen. Okay. Aber der war am Zittern, wo ich seinen Führerschein und so haben wollte. Ich kontrolliere den nochmal. Hier war doch irgendwas faul. So, gucken Sie mal. Sie kriegen jetzt Ihren Bericht schon mal, weil ich habe halt leider nichts für Sie. Hier ist Ihr Unfallbericht. Das scheint in Ordnung zu sein. Danke, Officer. So. Was für ein Datum haben wir denn heute? Moment. Wir haben irgendwas mit 22. 28.11.22. Okay, nee, dann ist der auf jeden Fall noch gültig. Vielleicht männlich, nur. Okay, und hier. Danke, Officer. Bill Simpson, Bill Simpson. Schönen Tag noch und passen Sie auf sich auf. Kennzeichen. Was ist ein Kennzeichen von der Karre? Moment, ich guck sofort. Das ist 7VP947. Ja, okay, dann stimmt hier alles. Er ist Organspender, soll ich ihn abknallen? Brauchst du was? Man kann Ersatzteile immer gebrauchen, ey. Aber der hat auf jeden Fall keinen Waffenschein. Und Auto Klasse D. Bitte nehmen Sie Ihren Unfall. Das ist ein Klasse D. Danke, weiß ich nicht. Jetzt bin ich aber komplett verwirrt, doch. Das war's. Sie können fahren. Nee, ich wollte gerade sagen, ist D Personenbeförderungsschein? Nee, ne? Ich weiß es nicht. Ich teste ihn jetzt auf Alkohol und auf Drogen. Wir schauen nur nach, ob sie unter Alkoholeinfluss stehen. Also ich habe alle anderen jetzt mal gehen lassen, ne? Weil wir haben Feierabend. Wie, wir haben Feierabend? Wir haben Feierabend. Ach, unsere Schicht ist schon vorbei. Ja. Aber mach ruhig weiter. Haben sie Glück gehabt, meine Schicht ist vorbei. Hier, tschüss. Feierabend. Hast du ihm den Unfallbericht gegeben? Nö. Warte. Muss ich ihn denn geben? Eigentlich können wir gar nicht. Nö. Nö. Wer war denn jetzt der Schuldige? Weiß nicht, die haben alle nicht aufgepasst. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Ja, die lassen die einfach stehen. Das ist ja interessant. Ja, das ist doch nicht unser Problem. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Den Wagen hattest du hier durchsucht, ne? Ja. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schick bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Stand. So, wir haben Abschleppwagen alles gerufen. Hast du Bock auf einen Döner? Döner-Pizza?
Wir laufen jetzt erstmal wieder zu unserer Police-Dingsbums-Haus. Und dann. Was? Können wir nicht ein Taxi rufen? Nee, leider nicht. Wir müssen laufen. Wir sind bald da. Hoffe ich. Ja, es ist noch ein Stück. Ah, guck, jetzt hast du, ne, wahrscheinlich auch gerade das Seeker Group entdeckt. Ja. Ja, ist wunderschön, oder? Ja. Siehst du? Weil wir vorne kaum halten, du. Ja, das merke ich schon. Aber wenn dich mal wieder irgendwer fragt, wie, was, wo, dann kannst du ihm sagen, nee, ist gerade schwierig, weil wir wollen Feier machen. Lassen Sie uns bitte in Ruhe. Das stimmt. Ach, guck mal, da ist es doch schon, ne? Ja, guck mal, so weit war es gar nicht. Oh, Gott sei Dank. Oh nee, ich bin in der Fitze reingelaufen. Hast du dir jetzt die Schuhe nass gemacht? Ja. Aber dieser Punker, der sah aus, als wenn er Drogen hätte. Ja, möchtest du da jetzt noch hin, nee, oder? Okay, gut. Als Streckpolizist endet der Dienst niemals. Oh, sie sieht aus wie meine Kollegin. Hallo? Zwillingsschwester. Oh, und die andere? Das war die Drillingsschwester, oder was? Ja, ich hab mehrere Schwestern. Okay, ich setze mich an meinen Schreibtisch. Schicht sehr gut. Beenden. Sehr gut. Ah, oh, war das anstrengend mit der Frau. Musste alles alleine machen. Unmöglich. Oh, ich habe eine Beschwerde bekommen. Ja, auch. Wie kann denn das passieren? Weiß auch nicht. Kann ich mir gar nicht erklären. Vielleicht war das die Dame, die du einfach festgenommen hast. Ich habe minus 10 Verhaltenspunkte. Hallo? Ja, ich habe minus 30. Dafür für verlorene VP. Was ist VP? Die Verhaltenspunkte. Ach so, da habe ich nochmal 17 abgezogen. 51. Oh. Wenn wir was können, dann das hier nicht. Ich weiß jetzt nicht, ich fand mich eigentlich schon als Kopf des Jahres. Ja, also das denke ich halt auch jedes Mal, aber ne, was will man machen? Der Bericht sieht anders aus. Denke ich auch jedes Mal, aber was will man machen? So, bist du bereit für eine neue Schicht? Ja, klar. Gut, dann nehmen wir jetzt ein Auto. Ich möchte gerne ein Auto haben. Ach so. Guck mal, das haben wir alles schon sicher. Dann. Oh, wir nehmen. Alles in eins? Alles in eins? Wie meinst du? Alles in eins? Nee, nicht alles in eins. Zwei Schichten in eins? Wie? Egal. Möchtest du morgens, mittags oder abends fahren? Ja, bei Nacht. Mit dir abends fahren und dann schön die Ampellichter ins Auto scheinen. Da kennt sie nichts, da wird einfach losgelegt. Ja, du hast ja gesagt, abends so, zack, zack, auf geht's. Ja, okay. Nicht? Doch, alles gut. So, sorry. Nee. Oh. Wofür? Weiß nicht. Oh, guck mal, gut, ich habe einen neuen Conditioner für meine Haare genommen. Die sind jetzt viel weicher. Und wow. Die werden leicht lockig, wenn sie jetzt feucht werden. Das mag ich nicht so, aber das wäre wohl nur die Anfangszeit, so bis die Haare sich dann gewöhnt haben. Okay. Und, guck mal, bei Maniküre war ich auch gestern hier. Schick, sauber. Nicht schlecht. Und du hast auch irgendwie ein neues Parfüm, oder? Ja, habe ich auch. Das ist Prada. Oh, wow. 95 Euro, 10 Milliliter. Ja, genau. Ein Spritzer muss reichen, ne, für 3 Wochen. Ja. So, da haben wir... Kriminalitätsrate in diesem Gebiet. Zeigen Sie Polizeipräsenz, um dagegen anzugehen. Alles klar. Wir brauchen einen Officer für eine Verkehrskontrolle. Können Sie das übernehmen? Um ein Fahrzeug zu stoppen und zu kontrollieren. Ja. Nee. Du fährst. Ah, Mann. Ich übernehme das. Ja, komm, ich fahr. Okay, ich gebe dir jetzt schon Tipp 1, 2 und R. 1, 2 und R, okay. Ja, den Tipp gebe ich dir schon. Es ist ganz viel Licht und Sound. Okay. Du bist Blinker rechts. Okay. Aber du musst uns lotsen jetzt. Ja, links. Dieses Fahrt. Okay. Das ist nicht links. Gleich nochmal. Also, wenn du am Ende der Straße bist. Ja. Ja, hier auch links. Oh, leck mich am Arsch. Was ist das denn? Weg da! Oh. Nee, nicht da. Du hast aber gesagt links. Achso, die habe ich nicht gesehen, die Straße. Zurück. Okay.
Genau, da weiter, geradeaus. Oh, wow. Unfall gehabt. Müssen wir das jetzt selber geradeaus? Warte mal. Nee, hin. Ist gar nichts passiert. Wie mache ich Licht da nochmal an? L? Vielleicht? F? Oh. Okay. Wir fahren, wir haben hier Straßenlaternen, das muss reichen. Ah, 4. Ah, okay. Ja, wusste ich doch. Ja. So. Mein Navi zeigt aber was anderes an, aber egal. Nee, jetzt links. Wir werden so viel Ärger von unseren Chefs kriegen. Guck dir an, wie der Wagen aussieht. Wir sind nicht um 10 Minuten gefahren. Das war schon so? Bin ich gut. Hier. Genau. So, oh, guck mal hier. Yay. Wo müssen wir parken? So, dass du nicht den anderen Verkehr störst. Fahr einfach auf den Bürgersteig. Ja, das war jetzt auch gerade mein Plan, du. Wow. So. Und jetzt? Jetzt haben wir hier unsere supidupi tolle Winkelkelle und rufen uns hier alle raus. Dena zum Beispiel. Halt, stopp. Oh, der konnte mich nicht sehen. Schade. So, da ist er schon. Hier, den kannst du da schon... Wir haben eine allgemeine Verkehr... Ich hoffe, der hält auch gleich an. Entschuldigung. Ich dachte, der macht Fahrerflucht und wollte ihn die Reifen zerschießen. Tut mir leid. Ich wollte nur das... Ich weiß, also da fehlen mir jetzt echt die Worte. Das passiert den Besten. Der wollte ja nicht anhalten und ich dachte, bevor er wegfährt... Er wollte eigentlich irgendwo rechts ranfahren. Ach so, Entschuldigung. Das hat er mir gesagt, ja, schon. Ist okay. Gar kein Problem. Ja, das hat mir auch keiner gesagt, dass ich nicht öffentlich einfach rumballern darf. Stimmt. Es ist vollkommen richtig. So, wir haben jetzt leider keine Schicht mehr bei Nacht. Nur noch Tag und morgens. Ja. Aber ich würde sagen, wir nehmen das gleiche Gebiet. Und tags ist ja auch schön. Okay. Dann müssen wir wenigstens nicht gucken, wie wir das Licht anmachen. Da haben wir schon Licht. Aber du musst mir nochmal eine Einladung schicken. Ich bin komplett rausgeflogen. Die haben gesagt, sowas geht gar nicht, mein Freund. Okay. Ja. Das ging aber schnell. Sie wollen mich schützen. Das System will mich vor dir schützen. Ich glaube auch. Geil. Ich habe echt gedacht, er will wegfahren. Nee, er wollte eigentlich nur rechts ran. Das hat er auch gesagt. Ach so, ja. Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Bist du schon auf dem Weg? Ja. Okay, gut, weil wir haben jetzt noch einen schweren Unfall, wo wir dann hin möchten. Nochmal ein Unfall? Ja, diesmal, aber nee, diesmal schaffen wir das. Wir hatten ja letztes Mal eine Verkehrskontrolle, diesmal war ein Unfall. Verkehrskontrollen lassen wir einfach, das ist vielleicht besser. So, hallo. So. Ich hatte ein Gespräch mit unserem Chef, also da wurde nochmal ausdrücklich gesagt, ich darf nicht so wild rumballern. Habe auch leider etwas in meiner Akte eingetragen bekommen, aber naja. Ach, musst du einfach nur mit Tippex drüber. Kriegen wir hin. So, rechts bitte. Einfach Tippex. Das war nicht meine Schuld. Sommer! Das ist eindeutig gerade Fahrerflucht, ne? Also komplett Flucht. Oh Gott, sehr gut. Warte. Aber wir können wenigstens... Das Auto sieht noch okay aus. So, wir müssen ja zum Einsatz und dann dürfen wir mit Sirene fahren. Los geht's. Wir haben hinten ein paar Scheiben kaputt, aber sonst läuft. Ja, ich seh's. Du siehst nämlich an deinem windigem Haar. Oh, Scheiße. Wow. Ach, keine Sorge. Sehr gut, sehr gut. Oh, die fahren aber auch alle zur Seite jetzt. Oh, Mann. Boah,
Da rammt er mich noch. Stopp, hier ist es doch. Nee, oh. Das ist was anderes. Nee, fahr weiter. Oh. Sorry. Oh, hier. Hier ist es. Hä? Oh, hier. Oh mein Gott. Wir sind da. Ja, wir sind da. Das ist richtig. Das, wir haben vielleicht dann jetzt noch jemanden neuen. Oh, aber das, guck mal, die sind also... Massenkarambulage, oder wie man das nennt. Ja, das nennt man so. Okay. Ich rufe meinen Rettungswagen, ja? Ich kümmere mich um die Person hier und um die mittlere Person. Ach, okay. Bitte abziehen, er wird nicht mehr benötigt. Hä? Was denn da? Stimmt. Ach so. Nein. Ach, jetzt weiß ich auch, warum beim letzten Mal der Abschleppwagen nicht kam. Der nimmt, einer ist für alle, ja? Bei den Rettungswagen-Dingern, ja. Beim Abschleppen weiß ich es gar nicht. Ah, ja. Ja, ich... Okay, ich befrage hier schon mal die Mein Fotos. So. Einmal Führerschein und Versicherungsplimplam hier. Geil. So. Schön, Sie wiederzusehen, Officer. Ich habe hier eine Ela, Franklin. Ja. Entschuldigung. Sie heißt okay. Ela, wohnt aber in der Franklin Avenue. Ach so, okay. Waffenschein hat sie gar keinen. So. Den haben wir. Ach so, ich wollte sagen, da ist der Rettungswagen. Okay, dann gehen wir das erstmal wieder zurück. Ich würde aber ganz gerne nochmal einen Alkoholtest machen wollen. Sag, du schaffst das. Ich kümmere mich mal kurz um die Dame hier vorne, die du, ja. Ich angefahren habe? Ja. Boah! Die ist voll wie ein Eimer! Sag mal! Jetzt gibt's aber, jetzt, so, Fräulein, so geht das gar nicht. Was? Verstoß bestrafen, Handschellen durchsuchen. Naja, jetzt durchsuchen noch. Vielleicht finde ich hier noch ein paar kleine Kürzchen irgendwo. Guck mal, die Frau ist gar nicht so böse auf dich. Ich habe mich entschuldigt im Namen der Polizei. Ah, super. Ah. Ein Smartphone und Schokolade. Die Schokolade ist illegal, die nehme ich mit. So. Was mache ich denn jetzt? Unfallzeugung befragen. Ja. Okay. Sie hat wirklich ein bisschen Alkohol getrunken, also die ist echt ein bisschen besoffen. Wie viel denn? Warte, ich lass sie nochmal blasen. Ja, lass sie nochmal blasen. Ja. Ich meine, der Alkoholtester. 0,068. Vielleicht doch. Oh. Voll wie ein Eimer. Nee, ich glaube erst ab 0,08 ist, dass man nicht mehr fahren darf. Ja gut, ich habe hier 10 Minuten gewartet. Da war bestimmt vorher noch mehr. Okay, Officer, bitteschön. Ja, aber ja, ja. Ja, was mache ich denn jetzt mit ihr? Ich mache noch einen Drogentest. Okay, hier ist Ihr Unfallbericht. Bitte reichen Sie Ihren Fall bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle ein. Das gesamte BAC. Was muss da, ein Plus oder ein Minus sein? Ein Plus, ein Plus. Oh, die ist clean. Schade, ne? Sie können fahren. Kenn ich aber. Das geht mir genauso, wenn ich hier die Leute immer überprüfe. Ja, sei froh, dass du überhaupt was hast. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. So. Können wir die denn noch befragen hier, die? Nee, die sind nicht mehr. Die wollen nicht. Oh. Ja, ist. Sieht schlimmer aus, als es ist. Was hast du denn mit unserem Wagen gemacht? Ich. Wer ist denn gefahren? Du? Beweis mir was anderes. Was mache ich denn jetzt hier mit der? Ja. Ich würde sie nochmal durchsuchen, einmal abtasten hier. Hast du den Wagen durchsucht? Oh, nee, habe ich nicht. Siehste, mach ich mal. Ich starte schon mal hier auf dieser Seite. Ist das denn, normaler... Hat die einen Waffenschein? Nein. Die hat eine Handfeuerwaffe. Nimm sie fest. Warte, ich prüfe nochmal. Nicht, dass ich wieder Negativpunkte bekomme. Die hat aber... Da stand nein. Ja, dann nimm sie fest. Sie hat eine Waffe. Warte. Ganz klar, Handfeuerwaffe. Waffenschein, nein. Ja, so, dann Handschellen. Und jetzt ist es. Auf dem Boden. Illegaler Waffenbesitz. Was hatte sie jetzt? Handfeuerwaffe. Handfeuerwaffe.
So, ist auf dem Boden. Und eine Taschenuhr hat sie auch noch. Und ein Taschenbuch. Oh, ein Taschenbuch. Oh nee. Das geht ja gar nicht. Ultrakriminell hier. Aber ich will Ihnen sagen, dass diese Chancen nicht ganz weg sind. Ich mag die Bad Girls. Ich melde mich auf jeden Fall. Hast du ihr gerade deine Nummer zugesteckt? Psst. Psst. Okay. Aber das war nur der... Achso. Ach, du sagst jetzt, nee, das war nur der Zettel für einen Anwalt. Hast da eine Nummer von einem guten Anwalt, natürlich. Ja, genau das war das. Ja. Warte mal, ich muss jetzt noch jemanden holen, der die abholt, ne? Hast du ihr den Unfallbericht gegeben? Ja, aber der war noch nicht vollständig. Da hat sie gesagt, der ist ja gar nicht vollständig. Achso, naja, gut. Und für den Vorwurf? Soll ich sie bestrafen oder sollen wir die abführen? Nein, wer illegale Waffen besitzt, der, ich brauche Verstärkung, um meine kommt in den Knast. Der hat noch ganz andere Dinge im Kopf. So. Hier hängt's halt gerade irgendwie ein bisschen, ne? Ich merk das schon, war schon. Warte, ich weiß warum. Ach, da hat der Polizist wieder so blöd geparkt. Ich hab ein bisschen Angst, dass das Ding jetzt auseinanderfällt, wenn ich los war. Du, wir fahren gleich einfach zur Waffe und zur Wache und tauschen das Fahrzeug aus. Ja, gar stimmt. Kein Problem. Wir hatten da ja noch einen stehen, ne? Ja, genau. Und immer der zweite halt. Wenn jemand fragt, das waren wir nicht. Okay. Das war mein anderer Kollege. Ja, genau, wir schieben sie voneinander in die Schuhe. Der kann das nämlich auch. Siehst du? So, da hinten passiert auch irgendwas. Ach, guck mal, da haben sie das auch mitgenommen. Das Einzige, wow. Was ich jetzt ein bisschen schade finde, ist, dass irgendjemand seine Pizza nicht rechtzeitig bekommt. Ja, es ist schon belastend, ne? Also hier ist was los. So. Warte jetzt nur gerade drauf, dass der Unfall halt auch... Warte mal, wer ist das denn hier? Warum steht der? Oh! Der hat ja auch einen... Mist, wo gehört denn der zu? Ja, keine Ahnung. Ihn mal. Ich war schon mal... Ich glaube, der gehört auch noch zu unserem Unfall. Ja. Guck mal, ja, alle Zeugen sind befragt worden. Wir haben was richtig gemacht. Hä? Wo hat der den denn ganz... Okay, das muss man nicht verstehen. So, der hat auch keinen Waffenschein. Der hat aber keine Versicherungspapiere. Der Ausweis ist abgelaufen. Ich guck schon mal im Auto rum. Was? Wie, der ist abgelaufen? Es stand da gerade. Echt jetzt? Ja? Hab ich nicht drauf geachtet. Einen Moment. welchen haben wir denn heute? 29.11.22. Der ist seit 1 Monat und 4 Tagen abgelaufen. Siehste? Der ist eingezogen, mein Freund. Der hat pass auf, der hat ein Springmesser. Die Frau wollte ihn bestimmt jagen. Das ist ein Pärchen und der Mann ist fremdgegangen und sie wollte ihn erschießen. Und der hatte als Sicherheitsdingen ein Messer mit. Er wollte kurz stechen. Zick, zick. Nimm ihn fest. Boah, der... Boah, der ist 0,119. Der ist voll. Der ist voll, ja. Das sehe ich auch schon an die... Warte, erst Waffenschein? Also, dass er kein Waffendings hat? Warte, wir gucken noch nach Proben. Oh, dieses Polizeiding gerade im Hintergrund. Der hat Amphetamin in sich! Boah, ja, hier haben wir den Fisch. Pass auf, er hat noch einen Wurfstern im Kofferraum. Was ist das denn für ein Typ? Wir haben Mafia-Typen festgenommen. Oh mein Gott. Was haben sie denn noch so dabei? Aber für was tue ich das denn? Betäubungsmittel? Hintergrundprüfung? Da ist abgelaufen? Illegaler Waffenbesitz? Ja, keine Ahnung. Snacks hat er auch noch dabei. Illegaler Waffen. Ein Springmesser? Nee, aber hier ich habe keine Auswahl für Wurfsterne. Ja, aber Springmesser, was hast du denn da? Waffen und Mitführen eines Springmessers. Ja, und einen Wurfstern hat er auch noch. Aber nehmen wir erstmal nur den Wurfstern. Also nehme ich Springmesser. Ja. Sag ich doch. Kannst du dem auch noch das mit dem Alkohol zuschieben? Ja. Also hat er ja. Ich kann jetzt hier, warte mal, Grund für den Vorwurf. Aber warte, ich gebe ihm mal eben den Unfallbericht. Ja. Das ist ein genauer Bericht. Ja, oh ja. Gar kein Problem. So. Soll ich wir machen unsere Arbeit natürlich vorbildlich. Ja, sicher. Grund für Vorwurf. Illegaler Waffenbesitz. Sie sind wegen Mitführens einer Waffe ohne gültigen Waffenschein verhaftet. Bitte kooperieren Sie. Oh nein, das wollte ich doch gar nicht. Alkohol. Ja.
Aber ist egal. Kriegt er ein paar mehr. Ja. Betäubungsmittel, Alkoholmissbrauch am Steuer. Bitte kooperieren. Bitte, nein. Ja, doch. Mein Gott, ist er da aber fertig mit der Sirene? Der kommt nicht weiter. Der kriegt die Leute da gerade nicht weg. Warte mal, ich kann den ja mal kurz abbestellen. Krankenwagen bitte abziehen. Ich wiederhole. Krankenwagen bitte abziehen. So, ich lasse den jetzt hier abholen, den. Den Verbrecher. Ich hoffe, dass die jetzt aufhören. Nee, die hängen immer noch fest. Ich glaube, okay, ich glaube, wir müssen einfach hier gehen. Ja. So. So. Haben wir das, ne? Haben wir das. Mr. Schnürschuh, nicht normal, ne? So. Achso, hier ist unser Auto. Ja. So, weiter geht's. Sieht schlimmer aus, als es ist. Ja. Er fährt nicht mehr rück. Doch. Ach, scheiße. Das ist nur eine Parkuhr, es also ist nicht schlimm. So. Okay. Das haben wir ja. Fast voll gut gelöst, hoffe ich. Was heißt hier fast? Ach, was ist das denn jetzt hier im Moment? Guck mal, die bleiben hier alle, die stecken hier alle fest irgendwie. Wir brauchen einen Officer für eine Verkehrskontrolle. Möchtest du nochmal eine Verkehrskontrolle? Das wollen wir nochmal machen, ja gut. Ja, okay. Wie du willst. Haben wir. Okay. Bist du bereit? Ich weiß es noch nicht so genau, aber es wird schon. Es geht los. Ach du Scheiße. Alter, was sind das denn für Autos? Rechts. Und. Wir sind was im Einsatz. Hau rein, Digga. Die Kollegen kümmern sich drum. Rechts. So, da sind wir schon. Guck mal. Wir sind schon da. Hier, links. Das ist doch hier schon. Fahr einfach wieder auf den Bürgersteig. Wo links? Nein, fahr einfach auf den Bürgersteig. Die Kollegen haben die Verkehrskontrolle hier schon eingerichtet. Wir müssen nur... Och, Mann. Warum lässt du denn auch mich fahren? Ich bin schlechtesten Fahrer in der ganzen Simulationsszene. Oh. Und gut, dass du dich da betitelt hast. Ja, sicher. So. Wo ist denn jetzt der Unfall? Wir haben keinen Unfall, wir haben Verkehrskontrollen. Ah. Du wolltest doch eine Verkehrskontrolle nochmal. So. Ich hoffe, dass du die Person nicht... Lass sie einfach rechts ranfahren. Warum kommt... Ach so, warum kommt jetzt keiner? Gleich. So, weil von da bei dir niemand kommt, nehme ich halt den hier jetzt gleich, wenn der dann mal ankommt. Da haben die Leute wahrscheinlich verjagt. Die haben jetzt Angst. Die haben vom letzten Mal gehört. Und als sie gehört haben, dass du auch mit dabei bist, dann fahren sie jetzt den Bereich. Oh, hier überall rote Ampel. Das ist so. Hey, fahren Sie an den Straßenrand. Hört er nicht? Soll ich schießen? Nein, es... Sie fährt, glaube ich, hoffe ich, jetzt hier ran, ne? Ja. Guck, ganz artig. Ist das dahin? Ja, ist stehen geblieben. Möchtest du oder holst du dir selber jemanden? Ich hole mir selber jemanden. Ich bin ein bisschen nervös. Nicht, dass wieder meine Waffe so locker sitzt. Ja. Aber zu mir kommt keiner. Ja, dann geh einfach auf die andere Seite, habe ich ja auch gemacht. Ja, okay. Stopp! Der hat nicht auf mich gehört. So, wenn ich jetzt wieder schieße, bin ich der Böse. Das ist richtig. Das kann doch nicht. Hey, warum darf ich die denn nicht bitten? Die spielt gar nicht mit. Ich darf die nicht bitten, auszusteigen. Warum? Weiß ich nicht. Ich muss die laufen lassen, leider. Sie ich glaube, die ist... Auf Wiedersehen. Hab ich bei GTA auch immer gemacht, wenn die nicht ausgestiegen sind. So, guck mal, hier kommt jetzt einer. Und zwar auch auf der Spur, wie wir ihn haben wollen, hoffe ich. Der Weiße, ne? Der biegt ja, auch. Genau. Der sieht jetzt gleich um genau, ja. Weil die ich hier jetzt genommen habe, der kann ich nicht sagen, dass wir eine Verkehrskontrolle haben. Deswegen glaube ich, dass die wirklich hier langkommen müssen. So, guck mal, da haben wir gleich zwei. Hopp.
Nimmst du den ersten und ich nehme den zweiten. Hey, fahren Sie rechts ran. Ich möchte mit Ihnen sprechen. Los, geh rüber da jetzt. Warum fährt er nicht rüber? Den Wagen ziehe ich noch. Was wolltest du, dass du verkehrst? So. Guten Tag, der Herr. Verkehrskontrolle. Ach, Frau. Guten Tag. Anweisungen im Rahmen einer Routinekontrolle. Wie kann ich helfen, Officer? Zeigen Sie mir einen Personalausweis und Ihre Fahrzeugversicherung. Oh shit. Weiß gar nicht, was für ein Kennzeichen der jetzt hat. Natürlich, Officer. Bitteschön. So, das passt. Das passt auch. Führerschein und Fahrzeugschein. Er sieht höchst kriminell aus. J95, okay. Geben Sie mir nochmal Ihren Ausweis. Ihren Führerschein und den Fahrzeugschein. Ihr Officer, bitteschön. Nein, der ist noch gültig. Okay, es passt. Schade. Ihr passt auch alles. Ja, bei mir ist auch fein. Ja. In Ordnung. Sie können tschüss. Dann gehen. Oh. Schönen Tag noch. Frustrierend. Okay. Huch. Oh, du hast hier direkt jemanden mit wieder ausgebremst. Das ist sehr gut. Hey, nimm so. Mein Schild in die Hand. Fahren Sie an den Straßenrand. Hier, guck, jetzt fährt ich wieder einfach. Oh, oh, oh. Ja, der sucht sich jetzt hoffentlich gleich. Ich hoffe, der fährt jetzt gleich rüber. Staut sich hier gerade nur ein bisschen. Guck mal, die läuft einfach über die Straße. Ja. Die hier. Hausi. Ich. Hier, halt, stopp. Nimm deine Knarre und vermöbel sie. Unerlaubte Straßenüberquerung. Nee, gibt's einen Strafzettel. Bußgeld von $25 wegen unerlaubter Straßenüberquerung belegt. Sie vermiesen mir den Tag. Du Allmann. Sie vermiesen mir den Tag, ja, sorry. Sie können weiterfahren. Wiedersehen. So, ganz einfach. Ohne Witz. Ist einfach. Ja. Ja, hier ist ja nichts los. Was sollen wir denn hier kontrollieren? Das stimmt leider. Ansonsten fahren wir halt weiter. Ist ja nichts. Nee, guck mal, es fährt gar keiner hier lang. Ist wie es ist. Stimmt, ey. Ja, die denken sich auch, ne, zu den zwei Spinnern fahre ich nicht. Vielleicht haben sie auch einfach Angst vor dir, weil sie was gehört haben. Vielleicht stand es in der Zeitung. Ja, vielleicht haben sie auch Angst vor dir. Da kommen zwei. Oh ja, oh, ich habe meine Kelle nicht draußen. Nein! Unsere Schicht ist um. Ja, den nehmen wir noch. So. Sie rechts ran. Zack. Ich möchte mit Ihnen sprechen. Gut, dann nehme ich den hinteren. Ja, warte, ich ruf dir den ran. Ah ja, sehr gut, sehr gut. Ich möchte mit Ihnen sprechen. Dann nehme ich hier den mit seinem kleinen gelben Moped hier. Ich sehe das schon. In diesem Lieferwagen, da sind Drogen drin. J43, okay. So. Hallo. Bitte folgen Sie meinen Anweisungen im Rahmen einer Routinekontrolle. Wie kann ich helfen, Officer? Ich möchte einen Blick auf Ihren Personalausweis und Ihre... Oh, der ist nervös. Klar. Bitte sehr, ja? Officer. Ja. Ich mach den nervös. Mach ich dich auch nervös? Wenn du mich anhalten würdest, wäre ich auch nervös, ja. Oh, die hat sogar einen Waffenschein hier, die Alte. Nicht schlecht. Welches Jahr haben wir nochmal? 22. Ah, ein Jahr ist ja noch gültig hier. Ja, läuft soweit. Aber leider muss ich sie einmal bitten, aus dem Fahrzeug auszusteigen. Dann machen wir das auch nochmal. Warum telefonieren Sie? Legen Sie das Handy bitte weg. Hallo, ich muss hier umtackeln auf dem Boden. Hallo, hallo? Oh. Ich nehme nur schnell eine Probe, um zu sehen, ob Sie betrunken gefahren sind. Was macht ihr denn jetzt? So. Okay. Alkohol-Test. Na gut. Alles tschüss. Klar. Sie dürfen gehen. Schönen Tag noch und passen Sie auf sich auf. So, meiner fährt. Die hat 0,0. Ja. Ich muss leider nochmal eine komplette Abtastuntersuchung bei der Dame machen. Und? Keine Gegenstände gefunden, deswegen noch einmal richtig gründlich. Auch in den Zopf gucken. Wenn ich eine Frau wäre, würde ich da was verstecken. Süßigkeiten, oh. Siehst du? Der hat doch was dabei gehabt. Haben Sie einen schönen Tag. Eine so hübsche Frau, die auch noch Süßigkeiten bei sich hat, die kann nicht kriminell sein. Ja, natürlich. So,
Boah, die Karre. Ey, die Karre ist aus. Boah, Dicker. Oh, hey! Da, wo lang müssen wir? Links, rechts? Fahr mal rechts. Ich würde mich nicht wundern, wenn so eine Radkappe jetzt abfällt, ey. Nochmal rechts, rechts. Boah, das sagst du ja aber auch mal früh. Oh. Oh. Die nächste, auch wieder rechts. Hier rechts, 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 rechts. Ja. Okay. Also jetzt mal ganz ehrlich, wer hat sich denn diese Fahrphysik ausgedacht? Okay, wir sind da. Warte mal, hier ist es irgendwo. So. Einmal. Ja, Yvonne von Astragon, wenn du das hier siehst, dann sag hier mal, die sollen hier mal eine neue Fahrphysik einbauen. Hat Freezy gesagt. Wir sind irgendwie ein bisschen dran vorbeigefahren, aber bleib was einfach hier stehen. Wir laufen, bleib einfach stehen, wir laufen zu Fuß. Ja, genau, jetzt zurück, jetzt nochmal links. Warte mal. Oder so, ja. Wir laufen zu Fuß. Und wir sind 71 Meter entfernt. Warte, hier so lang. Warte, bist du hinter mir? Ach, da! Ach, Leute, ich bin dran vorbeigefahren. Er sagt das ja, doch. Ja, 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 ja. Hey, wo ist es denn? Weiß ich nicht. Ach, wir müssen hier wahrscheinlich rumlaufen. Hä? Das ist ja kein Wunder, dass ich das nicht wusste. Da hast du mich ja falsch gelotst. Nee, das Navi ist falsch. Oder das? Ich hatte gar kein Navi an, das war ja mein Problem. So? Hä? Das muss hier eigentlich irgendwo sein. Da! Wir wissen nicht mehr, wie wir zu Hause kommen. Guck mal hier! Ups. Hier, guck. Wo steht jetzt unser Auto? Genau auf der anderen Straßenseite. Ah ja, siehst du, war ja fast da. Ja, ist doch super. Ja. So, hoch, da, zack. So, Schicht beenden, ich mag nicht mehr. Wo ist denn mein... Ach, hier. So. Ah, war wieder eine schöne Schicht mit Ihnen. Ja, das, ja. Das war traumhaft unentspannt. Weiß ich gar nicht. Wieso habe ich denn schon wieder minus 30 Verhaltenspunkte? Ich war doch vorbildlich. Ja, ich, ja. Siehst du, diesmal habe ich nur minus 25. Du hast einen neuen Einsatztyp freigeschaltet. Einsatz Raser melden. Oh, und eine Radarpistole habe ich. Oh, und eine Fotokamera. Jetzt weiß ich auch, warum sie Fotos machen. Hey, konntest du noch keine Fotos machen? Nee. Oh, Einsatz, leichter Unfall. Boah, ey, neue Nachbarschaft freigeschaltet. Chester, ich werde hier befördert an ein Stück. Alter, das neu, das neu. So, jetzt bin ich aber durch. Oh. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, sind wir mit diesem Video auch durch. Ich hoffe, oder wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Ihr Lieben, schreibt uns gerne in die Kommentare. Wie gesagt, Kanäle sind verlinkt. Dann, lieber Freezy, herzlichen Dank für die spannende Schicht. Ich hatte auch Spaß. Und genau, schreibt auch gerne in die Kommentare, ob ihr noch ein bisschen mehr von uns sehen möchtet. Genau, und dann würde ich mal sagen, wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.